Die Sinne entfalten, ruhen in der Natur. Spreewaldtherme, das Solebad in der Natur. Der Countdown in Richtung Saisonende läuft. 3 Spiele sind es noch in der Saison. Zuletzt hat Energie in Stuttgart einen unglaublich wichtigen Dreier einfahren können. Unter der Woche gab es ein Fantreffen mit Klaus-Dieter Wollitz, wo sich nochmal auf das vorletzte Heimspiel gegen die Würzburger Kickers eingeschworen wurde. Der Trainer schickt auch dasselbe Team auf den Platz wie vor einer Woche. Christopher Schorch und Uwe Mörle kehren in den 18er Kader zurück, zunächst auf der Bank. Die Gäste wollen ihre Aufstiegsambitionen untermauern. Es ist eine ähnliche Konstellation zuletzt wie gegen Groß-Asbach. Der Ball rollt, 8. Minute, Energie haut sich von Beginn an in die Zweikämpfe. Die Fans sorgen für tolle Stimmung und Thorsten Matuschka hat die erste Gelegenheit mit einem Freistoß. Der kommt gut in die Mitte, Sukut Apasu steigt hoch, der Ball geht noch drüber. 13 Minuten sind gespielt. Vielleicht bewahrheitet sich ja heute der alte Leitspruch Never change a winning team. Jonas Zickert spritzt hier mal dazwischen, erobert den Ball, marschiert und sieht die Lücke. Sukut Apasu steht goldrichtig, dreht sich, spitzelt den Ball ins Tor. 1:0 nach 13 Minuten für den FC Energie. Ein Auftakt nach Maß, das Stadion feiert. Als die Nachricht dann über die Führung der Osnabrücker gegen Bremens Zweite über die Videowand flimmert, wird es nochmal lauter. Das läuft dort alles hier für den FC Energie. Schön gemacht von Zickert, der hier den Ball erobert, sieht im richtigen Moment Sukut Apasu und der macht es dann nach Torjägermanier, spitzelt den Ball ins Tor zum 1:0. Wie reagieren die Kickers auf den Rückstand? Dafu legt sich selbst den Ball auf der linken Seite vor, ist dann den entscheidenden Schritt schneller in der Mitte, sind die Teamkameraden zur Stelle, Lück geht entschlossen dazwischen. Matuschka sorgt für die nächste Chance, leider für die Gäste. Hier war er zu zögerlich. Hinten bügeln sie den Fehler aber wieder aus. Insgesamt jetzt die Würzburger aktiver. Die wollen jetzt. Energie zieht sich weiter zurück, kämpft aber um jeden Ball. Die Partie wird hart und intensiv geführt, ein bisschen mehr als eine halbe Stunde gespielt. Dafu mit dem nächsten Freistoß. Den will er besonders clever machen, das wird aber nichts. Daniel Lück hat den Ball sicher. Wieder mal ein Gegenangriff von Thorsten Matuschka aus. Die Kickers spielen den Ball durch die Reihen, kommen über rechts zur Flanke. Kopfball Kasanides. Wieder ist Lück da, hält den Ball fest. Halbzeit im Stadion der Freundschaft. Ein engagierter Auftritt der Lausitzer in den ersten 45 Minuten, der mit der Führung belohnt wurde. Die Kickers aber, die werden sich vor ihren 30 mitgereisten Fans unter den insgesamt 5.903 Zuschauern aber nicht so einfach geschlagen geben. Hier wartet noch ein hartes Stück Arbeit in Halbzeit 2. Die erste Chance nach Wiederanpfiff haben auch die Gäste. Rechts bekommt Notnagel den Ball, will ihn nach innen spielen, knapp streicht die Kugel am Tor vorbei. Ob das ein Schuss werden sollte oder eine Hereingabe, das bleibt offen, gefährlich war es allemal. Bisher fehlt Energie hier das Engagement aus der ersten Hälfte. Würzburg hat die Spielkontrolle übernommen und kommt in der 55. Minute zum nächsten Freistoß. Der wird geklärt. Auch die anschließende Ecke bringt Energie aus der Gefahrenzone. Wollitz nimmt danach Youngster Felix Geisler runter. Der ist platt und bringt Munir Busian. Der Lugauer wird mit Sprechchören und Applaus für seinen Einsatz hier heute verabschiedet. Der Druck wächst. Knappe 60 Minuten gespielt. Lücks Kasten unter Beschuss. Die Kickers beißen sich durch die Energieabwehr. Knechtel im letzten Moment mit der Grätsche. Weiter Ballbesitz für die Gäste. Der Schuss und wieder hat Lück den Ball sicher, hält die Führung noch fest. Eine Stunde gespielt, die Kickers bleiben dran. Die Eingabe kommt von links in den Strafraum. Soriano und Knechtel gehen zum Kopfball, doch der Cottbusser kommt zu spät. Soriano, Ausgleich nach einer Stunde, durchaus gerecht zu diesem Zeitpunkt, denn Energie kam hier in der zweiten Hälfte bisher überhaupt noch nicht zum Zug. Der Flankengeber mit viel zu viel Platz und Soriano, der Torjäger, in der Mitte ebenfalls mit viel zu viel Platz. Der Kopfball platziert, keine Chance für Lück. Wollitz geht aufs Ganze, Sergi Arimani kommt ins Spiel, soll für mehr Torgefahr sorgen, Thorsten Matuschka verlässt für ihn den Platz. Keine 5 Minuten später, wieder schulbuchmäßig von Würzburg gemacht, die spielen sich die Bälle zu, ohne gestört zu werden. Dafu bekommt den Ball, legt ihn quer auf Finell und der macht das 1:2, das Spiel ist gedreht. Besonders bitter auch hier in der Einstellung zu erkennen, klares Abseits beim Querpass auf Finell. Der stand vor Dafu, aber das Schiri-Gespann entscheidet auf Tor, gibt den Treffer. Bricht Energie jetzt wieder ein oder können die sich hier nochmal aufbäumen?
Cottbus müht sich, aber es fehlen die Ideen und Würzburg hat deutlich Oberwasser bekommen. Soriano bekommt den Ball in den Lauf gespielt, zieht direkt ab, Lück reißt die Arme hoch, lenkt ihn noch an die Latte. Das wäre wohl die Entscheidung gewesen. Starke Tat hier von Daniel Lück im Cottbuser Kasten. Knapp 10 Minuten vor Schluss zieht Wollitt seine letzte Karte. Christopher Schorch kommt in die Partie. Manuel Zeitz geht für ihn runter. Schorch ordnet sich rechts hinten ein. Jetzt wird mit Dreierkette gespielt. Kaufmann übernimmt vorn. Würzburg hat in der Saison erst 24 Gegentreffer bekommen und macht jetzt hinten dicht. Aber eine Schlussoffensive bleibt aus. Würzburg nimmt die 3 Punkte mit nach Franken. Das war zu wenig, was Energie in der zweiten Hälfte gezeigt hat. Und das bringt den Verein jetzt um den guten Start in die Partie. Sehr, sehr ärgerlich, dass die Führung aus einer Abseitsposition fiel. Ändert aber nichts am Ergebnis. Mit einem Sieg wären es 4 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz gewesen. So bleibt es weiter. Ein mageres Pünktchen vor der Auswärtspartie in Erfurt, die heute gegen Rostock 1:3 verloren haben.